Wir befinden uns hier in der Abteilung Ikonen. Diese Abteilung ist die jüngste von insgesamt 7 ganz unterschiedlichen Bereichen im Museumsquartier. 2015 hatte Erich Werner seine wertvolle Ikonensammlung an die Stadt Tirschenreuth als Dauerleihgabe übergeben. Und in diesen Raum, der extra geschaffen wurde, konnten diese seltenen Exponate jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Liebe zur Malerei war für Erich Werner schon immer ein Teil seines Lebens. Nach einer schweren Krankheit wandte er sich dann verstärkt der Ikonenmalerei zu. Leider verstarb Herr Werner viel zu früh, 2 Monate nach der Einweihung dieser Abteilung. Die hier ausgestellten Ikonen erwarb Herr Werner nach dem Fall der Mauer auf heimischen und tschechischen Flohmärkten. Es sind original orthodoxe Ikonen aus Russland, Rumänien und Albanien, die teilweise mehr als 100 Jahre alt sind. Hier auf der linken Seite sehen Sie die älteste Ikone dieser Sammlung. Sie stammt aus dem Jahre 1720 und zeigt links den Apostel Paulus und rechts den heiligen Petrus, gemalt mit Temperafarben auf Holz. Oben mittig Jesus Christus in einem Halbkreis, mit beiden Händen segend. Letztendlich spiegelt jede Ikone die religiöse Haltung des Künstlers wider. Jedoch bleibt der Ikonenmaler in der Regel anonym. Er malt die Ikonen im Glauben, im Gebet und im Fasten, mit dem Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Die dargestellte Person wird verehrt, die Anbetung als solche ist jedoch allein Gott vorbehalten. Obwohl eine reale Person auf der Ikone dargestellt wird, weiß man, wie hier beim heiligen Nikolaus, durch verschiedene Elemente, die auf sein real nicht zeigbares heiliges Wesen hin, in diesem Fall durch den goldenen Strahlenkranz. Handwerklich folgt die Ikonenmalerei festen Regeln. Motive, Figuren und Farbgebung sind fest vorgegeben. Jede eingesetzte Farbe hat eine spezielle Bedeutung. Purpur weist darauf hin, auf geistige Herrschaft, göttliche Würde. Dunkelbraun, schwarz, auf Askese und Mönchstum. Und Gold ist die Betonung des Göttlichen. Gemalt wird zumeist auf Holz mit Eitempera. Eitempera ist eine Lösung aus Eigelb und Wein. Darin werden die Farbpigmente gemischt und dann in vielen dünnen Schichten aufgetragen. Rechts neben dem Eingang befindet sich ein sehr schönes Beispiel für Vergoldung. Charakteristisch für die Ikonen ist der Goldgrund. Aus dem Gold, aus dem Licht heraus, betritt bei dieser Ikone etwas Heiliges, mit göttlichem Glanze unsere reale Welt. Der Ikonenmaler hat die Pflicht, diesen Effekt zu erzeugen. Diese Lichtwirkung wird auch Offenbarungslicht genannt. Diese Ikone ist unsere jüngste Ikone und stammt aus der Zeit ca. 1910 aus Nordrussland. Sie wirkt durch ihre prächtige, sehr fein gearbeitete Goldarbeit. Im hinteren Bereich dieses Raumes befindet sich noch eine kleine Besonderheit, eine Muttergottes-Ikone. Denn in der westlich geprägten Welt wird das Menschliche an Maria herausgestellt. In der Ostkirche wird Maria eher himmlisch, dem Irdischen entrückt gezeigt. Hier auf der Ikone steht neben der liegenden Maria Jesus Christus und hält Maria als Kind auf dem Arm. Ganz anders, als wir es in unserer christlichen Welt kennen, wo Maria das Jesuskind auf den Arm hält. Ja, neben Ikonen aus Metall und Reiseikonen haben wir hier noch eine weitere Ikone mit einem ganz überraschenden Motiv. Bei dieser Ikone wird unter dem Gekreuzigten in einer kleinen Höhle der Schädel Adams dargestellt. Entdecken Sie, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Wir laden Sie herzlich dazu ein.